dachte... Shit. Er lockt sie zu uns. Bereit machen. Welche Brücke denn? Da? Da? Okay, ja. Oh, wo kommt die denn her? Holy Potato! Die spinnen ja. So. Puh. Ich wollte eigentlich echt nur ein bisschen Pistolenmunition verbrauchen und die andere sparen. Deswegen bin ich hier so sparsam umgegangen mit den ganzen Waffen. Dafür habe ich ein Medkit verbraucht, aber dafür habe ich ja die Zutaten. Ich rück vor! Dammit, da lagen Lappen. Ich muss doch mal zurück. Okay. Lappen mitgenommen. Ah, na kommt schon. Ups. Ich kann's kaum abwarten, ihn zu kriegen. Aber erst müssen wir gucken, ob da hinten vielleicht Loot ist. Nee. Na dann. Oh oh. Und dann stürzen wir in den Tod, weil wir gegen eine unsichtbare Wand springen. So kann es manchmal gehen. Das war ein bisschen komisch. Ich hoffe, wenigstens ist das Autosave nett. Ah ja, hab mich sogar rüber teleportiert. Oder? Nee, noch nicht. Mal schauen. Ja, ich weiß schon. Okay, diesmal hat's funktioniert. Wo ist der hin? Er kann nicht weit sein. Runter! Verdammt! Au. Scheiße! Hey! Ist das pinche muerto! Ist da! Scheiße. Los, 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 los! Jetzt nicht nachlassen! Ich komme hier schon. Oh, wow. Okay, das hat uns gerade durch den halben Raum katapultiert. Der Treffer. Das war witzig. Jetzt muss ich mich leider wieder heilen. Gleich. Ich muss noch schnell ein Medkit craften, Mensch. Oder zwei. Können wir auch wieder Sachen plündern jetzt. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ich hätte ihn beinahe erwischt. Wahrscheinlich kann man ihn gar nicht erwischen.
Aber cool wär's gewesen. Wir haben ihn! Ups. Na los, den holen wir uns. Manny. Okay. Ach so, ich muss drücken. Scheiß drauf. Lass es. Ich mochte Manny, Mensch. Das Spiel ist echt so kacke, was das angeht. Ich verstehe schon, dass das Spiel das absichtlich will, weil bla 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 bla. Schockieren und Gewalt und... Ja, ja. Das habe ich aber schon in der ersten halben Stunde verstanden. Ab dann könnte das Spiel schön sein. Und nicht die ganzen sympathischen Charaktere killen. Für nix und wieder nix. Wer war das? Spielt keine Rolle. Holen wir Lev und dann gehen wir zurück. Komm, wir nehmen das Boot. Hi, Arnie. Doch die ganze Abby-Crew ist mir eigentlich total sympathisch. Die ganzen Abby-Charaktere, mit denen kann ich was anfangen. Die Ellie-Crew ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Die haben halt irgendwie, finde ich, auch echt... weder Motivation noch Persönlichkeit. Und Ellie selbst kann ich nicht ausstehen. Die blöde Hundemörderin. Denn alle? Keine Wachen? Die nutzen diese Ecke der Insel nicht. Guck, Les Boot. Wir müssen ihn einholen. Weißt du, wohin er will? Zu unserem Haus. Weil dort unsere Mom ist. Wie weit ist das? Über die Insel. Scheiße. Was ist mit deinen Leuten? Wir nehmen Wanderpfade. Die werden uns nicht sehen. Sicher, dass die Wolves heute Nacht angreifen? Ja, das hat mir mein Freund gesagt. Sie nutzen den Sturm als Deckung für ihren Angriff. Außer Isaac ändert seine Meinung. Euer Anführer, Isaac. Was will er? Dass die Kämpfe enden. Aber zu welchem Preis? Inzwischen zu jedem. Hier oben. Meinst du kannst klettern? Es ist der kürzeste Weg. Hey, danke, Ali. Freut mich, dass dir die Videos gefallen. Okay, geh schon mal vor. Ich muss noch schnell plündern hier, eventuell. Doch, ich sehe es schon blinken. Abby, ich hole Vorräte. Ganz genau. Nur für den Fall. Ganz genau. Ich hole Vorräte nur für den Fall. Das klingt viel besser, wie ich gehe mal schnell plündern. Da hat sie recht.
Das muss ich mir merken. Hier hätte ich schon die letzte Stufe gern. Die besseren Schalldämpfer interessieren mich zwar null, aber mehr Granaten herstellen ist schon ziemlich gut. Also nehmen wir den Baum. Also nehme ich auch mal den einen Skill, der mich nicht interessiert, damit wir dann vielleicht einen coolen wieder kriegen. Na, dann bauen wir jetzt auch einen Schalldämpfer. Wenn wir schon einen besseren Schalldämpfer gemacht haben. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das im ganzen Spiel schon jemals ernsthaft benutzt habe, den Schalldämpfer von der Pistole. Dadurch, dass die Pistole halt nicht so tödlich ist wie beispielsweise die Armbrust, macht das, finde ich, so wenig Sinn, dieser Schalldämpfer. Weil man braucht sowieso viel zu viel Schüsse. Und dann ist er kaputt. Dann kann man auch gleich laut schießen. Ein Protokoll oder ein Tagebuch. Sonntag. Voll Crusader, dankeschön. Hurra! Da rieselt's wieder Bits ins Glas. Das wurde gerade durch die 500 Riesenbits von Abraxe wurde das Glas gesprengt. Aber jetzt wird's wieder aufgefüllt. Schön. Dankeschön. Genau, guckt, jetzt habe ich es umdesignt. Man kann es zwar immer noch ein bisschen schlecht lesen, aber jetzt sieht man die Nachrichten oben durchlaufen und die werden nicht mehr vom Landsquid Birdrider-Symbol überdeckt. Da hatte ich die Hierarchie falsch angeordnet. Da war das Symbol zu hoch. Das ist so jetzt schon besser. Okay. Scott und ich, also Sonntag, 5 Uhr. Scott und ich haben die Ostküste gegen, na, dann sagen wir halt von mir aus 300 erreicht. Die Informationen der Gefangenen waren tatsächlich mal nützlich. Kein direkter Widerstand. Wir suchen jetzt einen höheren Standort, um uns zu orientieren. 730. Die größte Ansammlung von Gebäuden befindet sich auf der Südseite. Im Norden und Osten sind Farmen und eine Art Holzfällerlager. Kleinere Ansammlungen von Gebäuden sind auf der ganzen Insel verstreut. Oh, da muss ich gleich an Siedler oder Anno oder sowas denken, wenn ich das höre. Aus irgendeinem Grund. So eine Insel und hier hat man den Stadtkern und da macht man dann die Farmen drüben und da das Holzfällerlager. Ach ja, da kriege ich schon Bock auf Anno ein bisschen. Alle Holzfäller nach... Was? Alles Holzhäuser nach dem Ausbruch erbaut. Diese Freaks meinen es tatsächlich ernst damit, dass sie von dem leben wollen, was die Erde ihnen schenkt. Wir werden näher an eins ihrer Dörfer herangehen. Von dem leben, was man selber anbaut. Freaks, ey. In der Postapokalypse Landwirtschaft betreiben. Das ist schon ein bisschen komisch. Und diese Freaks glauben tatsächlich... Naja, okay. 10:15. Wir warten in einem alten Gebäude im Zentrum der Insel auf den Einbruch der Nacht. Die Skars haben diesem Gebiet noch nichts abgerissen und neu aufgebaut. Könnte ein guter Sammelpunkt für uns sein. Ich sage einfach die Uhrzeiten. Ist mir wurscht, was die schreiben. 21 Uhr. Ihre Anzahl ist beunruhigend. Es sind deutlich mehr, als wir dachten. Die Dörfer sind gut gesichert und ihre Patrouillen über die Insel sind gut organisiert und häufig. Wir haben mehr Informationen gesammelt als gedacht und machen uns auf den Rückweg. Montag, 4 Uhr. Bei der Rückkehr zum Lagerplatz haben wir unser Boot gesunken gefunden. Es wurde zerstört. Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen irgendwo anders von der Insel runter. Hey, und obwohl die jetzt schon mitbekommen haben, dass da Wolves an dem geheimen Strand irgendwie an Land gegangen sind, haben die da trotzdem keine Patrouille und keine Sicherheitsmaßnahmen und nix, oder wie? Die sind auch ein bisschen doof, oder? Abby, warum hilfst du uns? Das hat Lev mich auch gefragt. Ich schätze, weil ihr das nicht verdient habt. Aber auch, weil ich es wollte. Musste einfach. Achso, warte mal. Kann man hier das Dorf irgendwie ranzoomen? Wäre, glaube ich, gerade angezeigt gewesen. Hab's übersehen. Egal. Oh nein. Was ist das? Oh oh. Das ist unser Warnsignal. Deine Leute sind hier. Sicher, dass das keine Tripods sind? Die uns angreifen. Verdammt, Isaac. Wir kürzen durch das Holzlager ab. Los, Nina. Wie viele Leute leben hier? Etwa 1000. Wie viele Soldaten? Die Hälfte von uns ist gefechtsbereit. Was macht die andere Hälfte, wenn meine Leute ankommen? Manche verstecken.
die meisten kämpfen. Achso, nee. Ich dachte, das wäre ein geheimer Weg in ein geheimes Lager. Oh, Entschuldigung, Katte. Habt ihr nicht gesehen. Katte lag bei mir unterm Tisch. Oder tut sie immer noch? Okay. Kartoffeln. Sollte man die wirklich so im Regen stehen lassen? Gut, ich meine, die werden gerade angegriffen und so, da hat man vielleicht größere Sorgen, aber... Wo sind alle? Kämpfen. Die haben aber Schrotflinten mit Feuermunition. Das ist schon cool. Die haben ja überhaupt ganz schön viel Militärkram. Dafür, dass die so natürlich leben. Marcus. Verteile das Wildfleisch wie folgt. Filet, Hüfte, Älteste, Duncan. Rücken, Oberschale, Unterschale, Älteste Constance. Roast Beef, Walter. Er muss für seine gute Ernte belohnt werden. Brustrippen, Harper und ihre Familie, Älteste Duncan, möchte, dass sie für die Leistung des Angriffs auf das Wolf-Lager letzten Monat belohnt werden. Schulter und Reste, Lehrerin Lyria und ihre Familie. August will außerdem das Fell haben. Er hat versprochen, es Isra. Was, dass Isra uns dafür neue. Hey, Katzen. Psst, uns dafür neue Ausbeinmesser macht. Sieh zu, dass er seinen Teil der Abmachung einhält. Gib das Geweih irgendjemanden, von dem du weißt, dass er es verdient hat. Sie führe dich, Lucia. Na, ob die älteste Superglaubensgründergöttin gewollt hätte, dass sich die Ältesten hier die besten Teile vom Wild holen? Das glaube ich aber nicht. Nicht so, wie ich ihre Schriften kenne. Und ich habe noch nie was davon gehört. Aber Lev meinte das ja wirklich, dass die Lehren der Mutter quasi nach ihrem Tod quasi instant korruptiert wurden. Möge uns ihr Licht durch den Sturm führen. Wenn du in Finsternis wandelst, suche nach dem Licht. Was war das? Hat mein Dad immer gesagt. Wir müssen da hochklettern. Keine Sorge, ich habe exzellente Wagenschieb-Skills. Tada! Bringt sie in Sicherheit! Los! Gar nicht gut. Wie kommen wir hier durch? Das Tor ist abgesperrt. Die Sägemühle. Das große Gebäude rechts mit den Fackeln. Da kommen wir raus? Ja, da können wir durch. Perfekt. Dann los. Schließ das Tor! Riegelt das Lager ab! So viel Loot hier. Das ist toll. Reinige deinen Geist. Das wird eine lange Nacht. Denk daran. Nur durch die Angst finden wir wahre Stärke. Ich bin nicht bereit. Für das Wohl deiner Nächsten und für dein Land. Ich überrasche, wenn du es kommst.
Warum schleicht denn die hier hinten schon rum, als ob sie wüsste, dass hier jemand ist? Oder der, oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall komisch. Aber ich meine, vielleicht, na, die wissen es ja nicht. Die Wolves könnten schon viel weiter in ihr Land vorgedrungen sein, als die denken. Was wir technisch gesehen sind, sind wir noch ein Wolf? Eigentlich nicht. Eigentlich sind wir, glaube ich, offiziell schon nicht mehr Wolf. Sondern ein Verräter. Aber im Herzen waren wir, glaube ich, immer Firefly.